Achtung, Dani, pass auf. Ja, sehe ich schon. Du scheiß Mutter-Slimes. Das sind keine Mutter-Slimes. Ja, das sind normale Slimes, ey, aber. Mutter-Slime und normale Slimes sind eigentlich beides das gleiche, nur dass dieses Bild halt, beziehungsweise die Textur vergrößert wurde. Ja, die gehen halt einem mehr auf den Sack. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Nee, also das wusste ich jetzt bis jetzt auch noch nicht, das ist mir auch erst aufgefallen. Ja, die anderen haben mehr Leben. Dir ist schon klar, dass du mit der Spitzhacke keinen Damage machst. Ja. Yeah. Oh, ein Pilz ist nachgewachsen. Yay! Na, falsch. Ey, wir müssen wirklich dringend mal mehr Seed finden. Ja. Ich hab noch 101 Matt. Ich hab noch 58. Boah, da können wir so eine gigantisch große Pilzfarm bauen. Das ist ja abnormal. Ja, wir bräuchten jetzt nur noch so maximum 10 Seeds oder so. Das ist kacke, dass wir nicht kaufen können. Ja. Dann würde ich das einmal so immer so schön mittig mit schön viel Abstand machen. Ja. Hey, tun mich hier voll bedrängen, die Gegner. Wo bist du denn? Unten. Wo unten? Ganz tief unten. Aber nicht bei den 1000 Füße unter uns. Ja, mein Pilz ist wieder da. Hier gibt's voll viele Edelsteine irgendwie. Edelsteine! Ha ja, her damit. Ups. Ist gar nichts mehr. Was machst du denn da? Hier sollte ich vielleicht nicht lang gehen. Ja, hier ist eh kein Ziel. Hier können wir ruhig noch ein paar Fackeln machen. Okay, da oben ist auch nichts. Dann muss ich nun mal zur anderen Seite gehen. Ich habe jetzt nur noch Heiltränke. Keine von den Dingern mehr. Den Pilzen. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vielleicht sollen wir direkt hier oben alles das abbauen. Sagt mir, wenn ihr wieder zu unserer Basis geht, also zu unserer Hauptbasis, ne? Ja. Was? Sobald ihr wieder zum Spawn geht, sagt ihr Bescheid bitte. Dann kann ich auch wieso kommen und durch diesen Teleporter gehen. Yay, next Herzteil. Ja. Aber um zur Basis zurückzugehen, brauchen wir ja den Spiegel, also kannst du zu uns kommen. Ja, also wenn ihr gestorben seid, meine ich. Ach so. Okay, zum Sterben brauche ich keinen Spiegel. Das kann ich auch so. Ich habe gehört, dass du das ziemlich gut kannst sogar. Ja, ja. Das ist mir in letzter Zeit auch wirklich aufgefallen. So, Pfeile wegschmeißen. Nicht wegschmeißen, verkaufen. Ja, hier unten ist mein Inventar aber voll. So mit Abstand. Ja, okay, dann kannst du die wegschmeißen. Ich weiß, ich schmeiß glaube ich jetzt den zweiten Spiegel weg. Nicht, dass du dann direkt neben dem Merchant stehst und das dann alles voll provokant wegschmeißt, anstatt es zu verkaufen. Nein, das mache ich schon mal nicht. Ja, nicht, dass ich dir zutrauen würde oder ey so. Ey. Fiesling, du. I want a Küste, a Küste, Küste, Küste. Give me a Küste. Please, please, please. I want a Kiste, many, many Kistes. Ey, apropos Clemi, lass mich mal da hinten hin Dynamit schmeißen. Okay. Ich würde da weggehen. Warte, ich. Ich komme raus. So, jetzt, ich bin draußen. Schmeiß da rein. Geboot! Lauf! Au. Oh, da unten ist eine Höhle. Und Eisen.
Ist irgendwo was? Nö. Da oben hat's was. Gott, Alter, ich sterb gleich. Egal. Hast du keine Pilze mehr oder so? Nö. Ist auch eine Höhle von mich. Ich benutze mal den Mirror jetzt. Ich hab's gehört. So, die Dryad. Was verkaufst du mir? Be safe, Terraria needs you. Oh, da ist das Gold? Nee, das, nö, das ist Sand. Dirt hey, Rod. Uses 5 Mana. Magically move dirt. Ja, für 20 Gold. Was bringt das? Steht da doch. Ja, dass man Dreck bewegen kann, aber für was? Ja, man kann so Dreck bewegen. Ja, ist halt so. Bringt aber nicht sonderlich viel. Für Mana. Doch, 20 Gold, dann muss es einfach. Lol. Ja, mach selbst. So, Clemi ist da, dir kann ich dann gleich das Dingens geben. Ja, okay. Das hast du extra gemacht. So. So, da. Weißt du, was ich mir jetzt schmiede? Gold Leggings. Mein ganzes Inventar ist voll, kann drei ich das irgendwie Defense verkaufen? Mehr. Hooray. Hey, komm mal runter und schnapp dir die Kupfer Leggings. Warte, im Moment, ich muss den ganzen Dirt verkaufen, den ich habe. So ein Crap, ich habe 400 Dirt oder so. Ach, jetzt. Verkaufen bringt nichts. Und eine Silberbrustplatte. Da hast du noch die Silberbrustplatte. Die andere. Nice, nice. Endlich werde ich jetzt so, auch gerne meinen Goldhelm. Clemi, gib mal den Goldhelm her. Wobei, nee, Minenhelm ist besser. Spiegel. Spiegel, da ist ein Spiegel. Yeah. Verbraucht nicht mal Mana, ey, das ist zu göttlich. Geil. Kannst du auch ganze Zeit hintereinander benutzen. Kann ich mir noch irgendwas herstellen? Ja, genau, Iron Bar. Ja, ein zweiter Pilz ist zwar jetzt bis jetzt noch nicht gewachsen. Boah, Alter, die Pilze haben es ja so lang. Müssen wir noch einen zweiten finden, dann wäre es perfekt. Ich sehe aus wie irgendeine komische Mischung zwischen einem Ritter aus dem Mittelalter oder einem Minentypi wegen Helm und so. Okay. 99 Silbererz, WTF. Wer hat denn da Silbererz reingelegt, anstatt den Barren sich zu machen? Ich mache immer Barren. Das war Clemi. Dann musste ich das gewesen sein. Ja, klingt logisch. Ja, will jemand noch eine Silberbrustplatte? Ja, ich. Was hast du im Moment für eine Brustplatte? Kupfer. Ja, dann komm hoch, lass dich mal sterben. Ach nö. Wenn ich sterben soll, habe ich keinen Bock darauf oder so. Ja, Moment. Ich leg mal noch mein ganzes Gold da rein. Kann sich übrigens jetzt jemand einen neuen Minenhelm kaufen? Eben. Wir haben wieder 8 Gold. Was hast du im Moment für einen Helm an? Dani? Den Eisen, Silber, glaube ich. Silber, ja, okay, ja. Und dann hol dir mal den Minenhelm. Clemi, hebst du mein Geld aus? Ja, du ertrinkst nicht. Achso, das Wasser. Achso, das Wasser. Ja, wie gut, dass du das Wasser weggemacht hast. Ups, ich hab grad den Spiegel benutzt. Egal. So, wir haben schon 9 Goldmünzen drin. Ich habe noch 2. Gleich wahrscheinlich nur noch eine. Oh, Alter. Das ganze Wasser wieder abgeflossen. Wo ist denn hier Sand? Kann ich nicht selbst mal machen oder so? Ah, doch, hier ich ist kann Sand. Ja, ist kein Thema. Hier ist schon ein Monster. Kommst du jetzt hoch? Ja. Dann go, go. Ja, da liegt ein Gold. Boah, ist kalt, nehme ich mir das jetzt. So Clemi. Das zählt aber nicht im Death Counter, oder? Doch. Oh mein Gott. Wäre ich lieber hochgelaufen. So, da. Zieh an. Da, nimm. Penner! Ey! Wie habe ich jetzt runter den Schacht? Er kann Clemi aufheben. 86 Iron Ore. Wolltest du mir nicht noch irgendwas geben oder so? Hast du 86 Iron Ore? Hast du noch Goldzeug? Ich brauch ganz dringend Gold. Ja, 18 Stück. Kannst du mir mal alles Gold geben, was du hast?
Jo. Danke. Hooray. Brauchst du auch Silber? Ne, nicht Silber, sondern Eisen. Eisen könnte ich auch gebrauchen. 34 habe ich. Jo. Silber wäre halt praktisch, dann könnte ich dir noch eine Silberhose machen. Zwei Silber habe ich. Nee, das reicht nicht. Warte, ich könnte mir selber eine Ironhose machen, aber. Ja, lass das mal, das lohnt. Wobei, wozu braucht man sonst Iron? Mach ruhig. Was bringt das denn? Aber ohne Spaß, ich verkaufe die Edelsteine jetzt nicht. Wir können uns eine dritte Truhe machen, wo wir die reinlegen. Aber ohne Witz, was bringt das, wenn wir die verkaufen? Wir kriegen dafür ungefähr 1 bis 2 Gold. Da finden wir viel mehr in den Dungeons. Da ist so ein Stern. Ich will auch Mana haben. So, hier ist eine Mudfarm. Wow, hier sind viele Sterne. Da ist direkt eine neben unserem Haus gelandet, links. Ja, da habe ich auch. Ich habe auch noch einen, glaube ich. Wo fallen überall die Sterne runter? Ja, überall halt. Ja. Ich habe noch ein paar Glasbottles, die kann man als Deko benutzen. Hier überall sind aber keine Sterndinger. Soll ich Copper Ore verkaufen? Also lieber hier zu Copper Bars machen. Mach ruhig. Ja, mach ruhig. Was denn? Wie gut, dass du mir nicht antwortest. Machst du Copper, verkaufst lieber. Das Copper lohnt sich ja mal gar nicht mehr, oder? Ja, als Rohmaterial oder in Baden. Keine verkaufen. Ahnung, muss mal schauen, was sich mehr lohnt. Okay. Hier liegt eine Fallen Star rum, den ich nicht aufheben kann, wieso? Ne, die Bars, die bringen weniger. Die bringen 17 Barren, 25 Silber und 42 bringen mir ein, oder? Ne, egal. Und jetzt ist der Stern verschwunden, Alter, ohne dass ich ihn aufgehoben habe. Oh. Ich will, dass es wieder Nacht ist. Oder so? Ja. Das ist natürlich bitter. Wie viel Mana hast du jetzt? 20. Okay. So. Ah, ich leg mal mein Gold dazu. Der ganze Müll, der da drin ist, kann man mal rausmachen. Zum Beispiel Sand, eine Kupferspitzhacke und Mattblock. Leg noch einen Hammer drinne. Brauchst du nicht einen? Nee. Ah, warte, ich kann hier noch eine dritte Truhe hin tun. Das wäre ganz praktisch, ja. Dann können wir da irgendwie restliche Erze oder sowas rein. Nein, mein Grappling Hook, danke. Da kommen auch Linsen rein. Gott, ey, kann ich diesen ganzen Scheiß hier kaufen? Hey, Clemi, hast du noch Zeug? Also, hast du noch Sterne? Ich weiß nicht, ich habe einen aufgehoben, aber der ist, glaube ich, weg. Ich gebe dir nämlich Eisenhosen, wenn du mir den Stern gibst. Nee, ich hab den nicht mehr, komischerweise. Keiner, kriegst trotzdem Eisenhosen. Okay. Okay. Was soll ich mit dem anderen Scheiß machen, mit dem Kupferset? Verkaufen, oder was? Ja. Okay. Cool, da sind schon mehr Pilze. So, Bücher, wo kann ich die denn aufbauen? Ich will Sterne, Mann. Kupferspitzhacke, so ein Scheiß. Piggybanke brauchen die.